Willkommen zurück zu einer weiteren Folge BMW Today. Heute direkt vor der BMW Welt. Die ist leider geschlossen. Ich würde euch aber trotzdem gerne auf eine private Tour mitnehmen. Und dafür habe ich genau die richtige Person. Tobi, ich habe gehört, du hast den Schlüssel. Joy, nur wir beide heute. Access all areas. Dann lass gehen, Tobi! Sag mal, Tobi, warum hast du überhaupt den Schlüssel eigentlich? Ich bin einer von 10 Tourguides in diesem wunderschönen Gebäude der BMW Welt. Und was ist die BMW Welt genau? Joy, es ist unser Erlebnis- und Auslieferungszentrum. Wir haben hier Autos natürlich von uns, von BMW, vom BMW Motorrad, von Rolls-Royce und Mini. Wir haben das Future Forum, wo wir Ideen der Zukunft diskutieren, und das Auslieferungszentrum, wo du dein Auto abholen kannst. Vieles, vieles mehr, was wir gleich sehen werden. Okay, und was ist das hier? Das hier drüben ist der Doppelkegel. Das ist eigentlich der Ursprung des Gebäudes. Können wir rein? Natürlich. Ganz kleinen Moment. Wow. Der ist nicht schlecht, aber den kannte ich schon. Erzähl mir was über den Doppelkegel. Der Doppelkegel ist der Ursprung der BMW-Welt. Ist einem Wirbelsturm nachempfunden. Ist oben an der breitesten Stelle 48 Meter und in der Mitte 14 Meter. Was passiert hier so? Wir haben hier Ausstellungen, Exhibitions, jetzt hier beispielsweise M Performance Parks. Okay. Dann haben wir den Jazz Award hier als Beispiel und natürlich auch Fahrzeugpremieren. Also X5-Premiere war auch hier drin. X5 ist schon das nächste Thema. Können wir rübergehen? Natürlich, gerne. Lass gehen. Joy. Ja. Das ist das allererste, was alle unsere Gäste sehen. Alle unsere Luxusautos auf einer Stelle. Tobi! Die Farbe vom Fahrzeug passt zum Boden. Ist das mit Absicht? Das ist Terrazzo nachempfunden und ganz hochmodern in 3D-Druck dann gelegt. Okay. Da hinten haben wir BMW i, wie ich sehe. Das ist unsere Innovativfläche. Okay. Da steht der i3 und der i8. Wir haben hier Sondermodelle, die Urban Suite. Okay. Wenn du einen Chauffeur brauchst, kannst du da schön die Beine strecken und auch schlafen. Hier drüben ist die Ultimate Sound Machine und man kann dann mit verschiedenen Geräten einen eigenen Track aufnehmen in dem Auto drin. Sehr interessant. Kennst du eigentlich auch alle Farben? Leider nein. Die hier auch nicht? Ich fürchte nicht. Snapper Rocksbee. Gut vorbereitet hierher gekommen. Richtig. Das freut mich doch sehr. Das ist also das Konzept vom i4. Genau. Weißt du, wie die Lackierung heißt? Ich fürchte einmal mehr wieder nicht. Frozen Light Copper. Aber du hast mehr Informationen über das Fahrzeug, nicht? Ja. So wie das Auto hier steht, ja, wird es zu 85% in Serie dann auch erscheinen. Haben wir auch Leistungsdaten? Wir haben eine ungefähre Angabe um die 500 PS, okay, und 600 Kilometer Reichweite. Na, das wird interessant. Da gibt es noch eine Folge auf Instagram TV. Genau. Hast du die schon gesehen? Leider noch nicht. Musst du machen. Das ist sehr, sehr spannend. Gute Idee. Joy. Das ist M-Town. Ein sehr spezieller Ort. Was passiert da oben? Das können wir uns gerne mal anschauen. Das ist der wunderschöne Gang, den die Abholerinnen und Abholer nehmen. Okay. Und zwar kommen die Treppe runter, ja, laufen auf den Vierzylinder und das große BMW-Logo auf BMW zu. Das ist ein tolles Bild. Um dann hier einen kleinen Schwenk zu machen. Ach, na klar. Und dann auf Ihren BMW zuzulaufen. Das sieht ja cool. Hier findet die Schlüsselübergabe der neuen Fahrzeuge an die Kundinnen und Kunden statt. Okay. Da gibt es bestimmt unterschiedlichste Reaktionen, nehme ich an. Da gibt es eine große Spanne an Emotionen. Okay. Jetzt ohne Vorurteile bedienen zu wollen. Der deutsche Markt ist eher auf eine Qualitätssichtung aus. Wohingegen jetzt beispielsweise die Amerikaner oder auch die Kanadier sehr emotional sind. Wer war denn der Prominenteste, der hier so dabei war? Ohne jetzt gewissen Leuten zu nahe treten zu wollen, also Usain Bolt würde ich jetzt sagen. Das heißt, man holt sich das Auto hier ab. Holt sich das Auto hier ab. Fährt hier um die Kurve und macht dann die ersten Meter irgendwie in der BMW-Welt. Genau, das war die Idee, deshalb haben wir es Premiere genannt, dass man die ersten Meter des neuen Fahrzeugs innerhalb der BMW-Welt hinter sich bringt. Okay, und auf der Kurve ist noch nie was passiert? Kurve ist noch nie was passiert. Die Premiere war ja sehr interessant.
Mhm. Aber ich sehe da hinten Motorräder. Können wir uns die auch mal anschauen? Absolut. Tobi, das sind also die Motorräder. Sind das alle Motorräder, die BMW hat? Es sind Teil des ganzen Portfolios, das wir haben. Und das hier vorne ist das neueste Mitglied, wie ich sehe. Das ist das neueste Mitglied der Familie, genau. R18, 1800 cc. Wow! Ja. Das ist hier ein Riesenmotor für ein Motorrad. Größte Boxer, den wir je gebaut haben, wenn man das auch schon sieht hier in der schieren Wucht. Krass. Tobi, es war ein sehr langer und sehr lehrreicher Tag. Ich habe viele neue Sachen entdeckt. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne, jederzeit. Wenn ihr eine private Tour erleben möchtet, besucht uns in München. Das war BMW Today aus der BMW-Welt. Mein Name ist Joy. Bis zum nächsten Mal. Geht ein bisschen anders.